Sarah Wagenknecht hat im Bundestag das Selbstbestimmungsgesetz sowie die dahinterliegende Gender-Ideologie zerstört. Und was soll man sagen, die Altparteien sind ausgerastet. Vor allem von Grünen und SPD kamen wirklich wütende Buhrufe. Doch seht selbst, wie ungehalten die Altparteien auf Wagenknechts völlig legitime Kritik an einem Gesetz reagiert haben, das jungen Frauen künftig erlauben soll, einmal im Jahr ihr Geschlecht zu wechseln. Beziehungsweise nicht nur jungen Frauen, jedem. Wirklich, ihr könnt einmal im Jahr euer Geschlecht wechseln und wenn ihr euch in der Pubertät unwohl fühlt, wenn ihr Straftäter seid und lieber eine Frauenabteilung wollt, wenn ihr eine Frauensauna wollt, ihr könnt künftig einfach euer Geschlecht wechseln. Denn Geschlecht ist ja nur eine soziale Kategorie und sollte man ja auch nicht darauf festgelegt werden. Jedenfalls laut dieser völlig bescheuerten Gender-Ideologie. Naja, schaut, aber wie gesagt, Wagenknecht hat eine gute Rede zugehalten und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal pro Jahr sein Geschlecht frei wählen zu können, auf diesen grandiosen Freiheitsgewinn haben Millionen Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehnlichst gewartet. Zumal in einem Land, in dem man nach ihren Plänen über die eigene Heizung oder den Antrieb des eigenen Autos in Zukunft nicht mehr frei entscheiden kann. Es ist wie immer bei der Ampel. Ideologie triumphiert über Realität. Das Geschlecht wird von einer biologischen Tatsache zu einer Frage der Gemütsverfassung. Es ist einfach nur albern, wenn es nicht so gefährlich wäre. Wenn sich Männer durch großen Sprechakt zur Frau erklären können, gehören Frauen Schutzrechte und Frauen Schutzräume der Vergangenheit an. Die spanische Zeitung El Mundo berichtet gerade, wie sich wegen häuslicher Gewalt angezeigte Männer mittels des dortigen Selbstbestimmungsgesetzes Zugang zu Frauenhäusern verschaffen, in die ihre Partnerinnen geflohen sind. Und statt zu hinterfragen, warum viele Mädchen in der Pubertät mit ihrem Körper hadern, weil er vielleicht den Schönheitsidealen der heilen Instagram-Welt nicht entspricht, wird ihnen quasi nahegelegt, dass sie doch eigentlich Jungen sind. Ja, das Gesetz enthält keine Regeln zu chirurgischen Eingriffen, aber es stellt die Weichen dafür und das halten wir für verantwortungslos. An einem Punkt übrigens verraten Sie, dass Sie an die im dem Gesetz zugrunde liegende Ideologie selbst nicht glauben. Im Kriegsfall soll es nämlich keine Wahlfreiheit geben. Im Kriegsfall bleiben Männer eben dann doch Männer. Das heißt, für die Ampel zählt Kriegstüchtigkeit offensichtlich dann doch mehr als Transideologie. Wer Diskriminierungen überwinden will, der hätte die bestehende Gesetzlage behutsam reformieren können. Das hätten wir absolut unterstützt. Da ist auch Handlungsbedarf, keine Frage. Aber Sie sind bewusst einen anderen Weg gegangen. Ihr Gesetz ist frauenfeindlich und Ihr Gesetz macht Eltern und Kindern zu Versuchskaninchen einer Ideologie, von der nur die Pharmalobby und die Pharmaindustrie profitiert. Das BSW sagt Nein zu diesem gefährlichen Irrsinn. Ja, jetzt gehört, wenn das BSW an die Macht kommt, wird dieser Irrsinn rückabgewickelt. Von diesem Gesetz profitiert, dafür und wie Wagenknecht hier richtig gesagt hat, nur die Pharmaindustrie. Und ja, damit werden junge Menschen, ja, also damit werden junge Menschen Experimente getrieben, einfach damit man so eine Woke-Gender-Ideologie verfolgen kann. Also das ist brandgefährlich, was die Ampel hier vorantreibt. Das quasi das grüne Parteiprogramm zur herrschenden Gesetzeslage gemacht und dieser Irrsinn muss schnellstmöglich wieder zurückgenommen werden. Geniale Rede von Sarah Wagenknecht. Wer von euch genug Freizeit hat, der kann diese Rede hier runterladen und sie vielleicht auf TikTok, auf YouTube Shorts, auf überall hochladen. Die hat leider nur 100.000 Aufrufe bisher. Das ist relativ wenig für die Reden von Sarah Wagenknecht. Ladet die runter und dann ladet sie irgendwo anders hoch. Das ist ein Thema, was vielleicht etwas abseitig ist, aber, oder falls ihr Reaktionsstreamer seid, reagiert auch darauf. Ich meine, dass das BSW hier mal was zu dieser Gender-Ideologie sagt und zu diesem absolut irren Selbstbestimmungsgesetz ist ja was sehr Gutes. Deswegen, verbreitet diese Rede möglichst überall, wo ihr könnt, damit ja die Menschen erstmal erfahren, was für ein Irrsinn hier überhaupt läuft und damit die Menschen erfahren, wie das BSW dazu steht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.